Hallo, wir spielen heute wieder Anno 2070, die Kampagne und jetzt die dritte Mission. Die Firma wünscht, dass sie... Und wir fangen einfach an. Mayday, Mayday! Ölplattform, bitte melden. Wir sind manövrierunfähig. Ich wiederhole, wir sind manövrierunfähig. Oh. Das ist blöd. Oh, nein. Mein Gott, sie kollidieren. Aha. Der Tanker rammt die Plattform. Das ganze Öl läuft ins Meer und wir können nichts tun. Aua. SOS. Hier spricht der Captain des Tankers. Es gibt Überlebende hier an Bord. Wir brauchen ein Rettungsteam. Okay. Wir brauchen ein Rettungsteam. Schwarzes Meer, Mission 3. Okay. Dann helfen wir den Freunden. Alle verfügbaren Löschboote sind bereits im Einsatz. Aber die Erfolgsaussichten sind laut dem Einsatzleiter nicht besonders hoch. Okay. Erst Anlage 13, jetzt die Ölplattform. Ich muss sofort mit dem Vorstand. Die Rettungsboote wurden bei der Kollision beschädigt. Wenn wir sie nicht bald reparieren, saufen wir mitsamt dem Tanker. Okay. Vorn nochmal. Wir haben einen Funkspruch des havarierten Tankers empfangen. Okay. Die Lage ist kritisch. Vorn nochmal. Wir haben einen Funkspruch des havarierten Tankers. Ja. Vorn nochmal. Ja. Okay, so. Zinterfunk. Gut, schnell los. Dann fahren wir mal zum Tanker und helfen diesen armen Menschen. Konnten Sie wirklich was für mich tun? Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. Alle Systeme bereit. Engpässe in der Nahrungsversorgung registriert. Zufriedenheit sinkt. Oh, Hallöchen. Kontaktaufnahme mit Bevölkerung empfohlen. Jetzt sinkt das alles. Normalerweise hätte ich heute leckeren Fisch am Teller. Aber es gibt kaum welchen, wegen dieser Ölpest. Ich finde, wir brauchen mehr Fischfabriken. Alles klar. Dann brauchen wir halt eben mehr Fischfabriken. Vorhin hat meine Frau frischen Fisch gebraten. Endlich wieder was Anständiges auf dem Tisch. Ja, das ist gut. Sektor-Scan registriert eine nicht identifizierte Arche. Übertrage Koordinaten. Moin. Jana Rodriguez von der Eden Initiative. Wir haben den Notruf aufgefangen. Sind hier, um zu helfen. Komm am besten sofort zu mir, damit wir die Rettungsmaßnahmen koordinieren können. Es wundert mich nicht, dass die Eden Initiative sofort zur Stelle ist. Jana Rodriguez nutzt doch jede noch so tragische Gelegenheit, um sich als Gutmensch aufzuspielen. Ja, ja. Auf jeden Fall, genau, weil die Eden Initiative... Diese Leute auf jeden Fall setzen sich halt eben für die Natur ein. Und die wollen uns natürlich helfen, weil die so nett sind. Und dann gehen wir mal zu denen und gucken, wie die uns helfen wollen. Wir müssen zusammenarbeiten, genau, wenn wir das hier schaffen wollen. Ich schicke dir gleich einige Konstruktionspläne. Die brennende Ölplattform ist unser erstes Ziel. Während ich eine Löschform... Okay. Also, okay. Dann bauen wir mal Öko-Sachen. Das ist natürlich ganz, ganz toll. So, bauen wir hier. Zack. So, und so. So. Und ein Öko-Haus, bitte. So. Und halt eben die Ökos... machen halt eben andere Sachen, zum Beispiel haben die keine Kohlekraftwerke, sondern halt eben Windkraftwerke. Die verschmutzen halt eben nicht die Umwelt, aber bringen halt eben auch nicht so viel Energie wie ein Kraftwerk. Produktionsstillstand. Deswegen, naja. Was, wie viel? 10, okay. Dann bauen wir mal 10 davon. Zack. Die ersten Zuwanderer sind schon eingetroffen. Zack. Die Katastrophenschutzexperten sind gebrieft und warten bereits in ihrem Kontor. Sie sollten die Männer sofort zu Jana Rodriguez bringen. Alles klar. Gucken wir mal. Hi, Teams.
So. Bringen wir mal die Männer. Schon zurück? Und alles erledigt? Ja. Ich habe alarmierende Nachrichten von der Ölplattform. Das Feuer breitet sich weiter aus. Sie werden also die Löschmaßnahmen unterstützen. Oh, okay. Wie ist mir egal. Sie alle verfügbaren Löschboote sind bereits im Einsatz. Aber die Erfolgsaussichten sind laut dem Einsatzleiter nicht besonders hoch. Okay, also begeben Sie sich. Das ist eines der schwersten Unglücke, mit denen Global Trust je konfrontiert war. Kein leichter Job, den Sie da haben. Aber ich verlasse mich auf Sie. Tun Sie, was für die Firma am besten ist. Dann löschen wir mal. Oh, hallo. Löschvorrichtung kalibriert. Zielerfassungssystem online. Hervorragend. Wie konnten Sie das Feuer eindämmen? Durch eine Technologie der Eden Initiative? Nun, letztlich zählt das Ergebnis. Genau. Der Ölfilm auf dem Wasser breitet sich aus. Wir müssen herausfinden, wie groß die Schäden sind, damit wir die richtigen Maßnahmen ergreifen. Okay, nehmen Sie mal Proben. Analysefilter. Also hier sollen wir Proben machen. Ach so. Datenlog für Missionsziele aktualisiert. Und hier neben der Plattform. Oder? Ja, genau. Fahren wir da mal hin. So. Zack. Datenlog für Missionsziele aktualisiert. Schon zurück? Und alles erledigt? Ich hab's befürchtet. Die Werte sind katastrophal. Die regenerativen Fähigkeiten der Natur können einer Katastrophe diesen Ausmaßes nicht beikommen. Okay. Und unsere Einsatzkräfte auch nicht. Ich brauche Spezialisten vor Ort, die sich mit Ölkatastrophen auskennen. Könntest du sie auf deiner Insel aufnehmen und alles für ihre Ankunft vorbereiten? Okay, okay, also... Mir stinkt's hier. Nicht mehr lange und ich bin weg. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, Ihre Loyalität unter Beweis zu stellen. Was ist sowieso? Na komm. Ist einfach mal naturfreundlich und bauen ein paar Windkrafträder. Das macht sich nicht gut in meinem Bericht. Hast einen richtig guten Job gemacht. Oh, danke. Na. Okay. Okay. Sorry, meine Lieben, aber ich brauche hier Plus. So. Auf den Schock dieser ganzen Katastrophe hätte ich einen ordentlichen Schnaps brauchen können. Aber... Okay, noch eine. So eine Fabrik. Ja, Tycoon. Und noch ein schönes Schnäpschen. Zack. Dass jemand in Ihrer Position so hilfsbereit ist. Danke. Keine Ursache. Machen wir doch gerne. So, also die Ökos, die wollen einen Tee trinken. Finde ich natürlich super. Aber dann sollen sie jetzt auch mal einen Tee trinken, ne? Dürfen, ne? Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Brauche ich sie jetzt einfach mal so? Keine Ahnung, ob es gut ist. Wie ich es jetzt hier aufbaue. Mal gucken. Zack. Zack. Und zack. Okay, was brauchen wir noch? Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. 10% erfüllt. Okay, und noch dieses Gebäude. Wie viele? 144. Aber natürlich nicht. Müssen wir dann halt eben noch holen. Können wir doch bestimmt da auch welche reinmachen, oder? Ja. Schwimmen wir mal vor, damit Warnung. Die Männchen Verschuldung kommen. Erreicht kritischen Wert. Lade Maßnahmenkatalog. Meine Informationen waren nützlich für Sie. Jetzt einfach so ganz einfach mit WCR am nicht so. Und wir bauen
Schön eine Konzerthalle. Ist ein echter Gewinn für die Eden Initiative. Danke. So. Wir sind jetzt ganz lieb. Und dann rüsten wir. Genau, machen wir erstmal ein bisschen Plus. Dann rüsten wir die erste Halle auf. Die Ölspezialisten sind jetzt soweit. Warten darauf, von ihnen zu Miss Rodriguez gebracht zu werden. Mhm. Okay. Wenn die Männer das sagen, dann wollen wir sie doch mal dahin bringen. Items. Schon zurück? Und ja. Alles erledigt? Endlich, die Spezialausrüstung ist eingetroffen. Gut, dann fahren wir mal damit dahin. Reinigungsvorgang initiiert. Schalte Schiffssteuerung auf Automatik. Warnung. Vorgang kann nicht abgebrochen werden. Okay. Wenn sich jemand die Anerkennung der Eden Initiative verdient hat, dann du. Geht doch. Wir sollten überprüfen, ob unsere Maßnahmen greifen und sich die Belastung des Wassers reduziert. Okay, hier. Zack. Datenlog für Missionsziele. So, und dann fahren wir mal schon dahin. Zurück? Und alles in... Wow. Wow, unglaublich. Wir werden die Proben noch genauer analysieren müssen, aber es sieht richtig gut aus. Das hier ist ein Abenteuer. Gut. Ihr Wert für die Firma ist soeben gestiegen. So, und dann hätten wir das auch geschafft. Hey, das war gutes Teamwork. Ohne dich hätte die Sache hier ganz anders ausgesehen. Klar. Im Namen der Eden Initiative. Danke. Danke. Sehr schön. Ausnahmsweise kann ich Miss Rodriguez nur zustimmen. Sie haben der Firma noch größere Verluste erspart. Leute wie Sie kann die Firma immer brauchen. Na klar. Machen das nach gerne. Dem Ausfall von Anlage 13 müssen wir umdisponieren. Wir können die Ziele des Zweijahresplans immer noch erreichen. Mhm. Aber nur, wenn wir sofort mit dem Wiederaufbau beginnen. Achtung! Registriere irreguläre Aktivitäten in diesem Sektor. Herkunft unbekannt. Oh. Signal ist kodiert. Okay. Gut, diese Mission hätten wir auch geschafft. Mal wieder. Gut, ich würde sagen, das wär's dann mit unserer Folge von Anno 2070. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.